hier, lass mich. Was ist das denn? Hier. Mama, raus. Hab dich auch lieb. Hummelchen! Raus aus den Federn. Guten Morgen. Ab ins Bad mit dir. Grabe 10 Minuten. Und du wasch dich. Mama, muss ich Gurke essen? Was hast du gegen Gurke? Das sind die Augen. Ich will die Augen nicht essen. Aber die Nase hast du ja auch gegessen. Also gut. Mama, es ist schon 20 nach 7. Ich wollte mir noch die Haare waschen. Ja, das kannst du heute Abend machen. So gehe ich nicht in die Schule. Hey, was ist mit Frühstück? Kein Hunger! Beeilung, Leute! Warte mal, Mama, ich brauch noch eine Minute. Oh, so eine Scheiße. Ich will Klettverschlüsse. Mit den Senkeln üben wir noch. Sagst du bitte der Frau Gunkel, dass ich das Geld für die Klassenfahrt bis Ende der Woche überweise, okay? Okay, mach Tschüss, ich. Hummelchen. Legen Sie mir die Korrespondenz mit den Rumänen wegen der Fehlfarben 2007 auf den Schreibtisch. Nein, nicht was die Synthetikschnüre betrifft. Was? Ja, dann suchen Sie sie. Meine Güte. Krabbe, bitte! So, schönen Tag. Tschüss. Hey, was ist das denn jetzt? Bitte, geht doch. Jetzt. Haben Sie an Murasaki gedacht? Ist für 16 Uhr eingeplant. Und? Was? Ich sehe gerade, Sie haben später noch einen Termin. Die Eröffnung der ISPO. Absagen. Oder besser noch, das soll dieser Schnösel Runge machen. Ach, verdammt! Komm, bitte, bitte, bitte! Hey! Ich hab hier Vorfahrt. Aha. Paragraph 8, Absatz 1, Straßenverkehrsordnung. Was? Kennen Sie das Schild? Gelbe Raute auf weißem Grund. Ja, das kenne ich. Aber wie wäre es einfach mal mit Ladies First? Meine Luzi, die säuft mir nämlich ab, wenn ich kein Gas gebe. Und vielleicht warten Sie einfach kurz mit Ihrer polierten Flunder. Und dann gehört Ihnen die Kreuzung ganz allein. Hm? Polierte Flunder. Ja, dicke Bärte, aufgeblasener Schlitten, den Sie da fahren. Nein, meine Frau sagt, ich soll wenigstens morgens noch ein bisschen Bewegung haben. Wenn sie recht hat, hat sie recht. Danke. Ja, die guckt wie ein Auto. Echt süß. Ja, aber wenn ich den Paragrafen Heini reingefahren wäre, dann hätte ich jetzt ganz andere Sorgen als nur die Klassenfahrt. Der hat dir gefallen? Ach, Quatsch. Ich war einfach froh, dass mir die Karre nicht ausgegangen ist. So ein bisschen Mannkontakt hätte dir schon ganz gut getan. Warum fragst du eigentlich Sascha? Nee. Sascha ist doch nicht mehr in der Lage, einen Dauerauftrag für seine Kinder einzurichten. Entschuldigung? Der kann dir doch wohl mal 210 Euro geben. Benni schließlich auch sein Sohn. Manchmal wäre es echt schön, wenn man den ganzen Scheiß nicht immer alleine machen müsste. Ich sag ja, dir fehlt der Mannkontakt.
Oh, guck mal, Hagen hat Stress. Irgendwann reißt er sich's ab. Herr Winkelmann, ich verstehe Sie sehr gut. Ich weiß nur nicht, wie ich das noch machen soll. Sie müssen auf jeden Fall bei den Personalkosten weiter runter. Sonst brauche ich Ihre Kalkulation gar nicht erst dem Vorstand vorzulegen. Ja gut, ich kann es versuchen. Stellen Sie sich nicht so an. Drohen Sie mit Kündigung. Hilft immer. Herr Winkelmann. Herr Winkelmann? Arroganter Fatzke. Das hört sich doch gut an. Und wie steht's mit den Zulieferern? Die Rheinland wird ihr Angebot noch mal um 10% nach unten korrigieren. Die Verlagerung der Produktion ins Ausland wird trotzdem wesentlich mehr Gewinn bringen. Ich dachte, Sie können rechnen, Junge. In Ihrer Kalkulation fehlen die Subventionen, die wir zurückzahlen müssen, wenn wir den Standort verlegen. Und dann reden wir nur noch über eine Einsparung von summa summarum 3%. Das ist aber nicht der Punkt. Angesichts der Absatzkrise auf dem Sportartikelsektor besteht auch die Gefahr, dass der Aktienkurs der Blomfeld AG trotz der zuverlässigen Gewinne in Bedrängnis gerät. Wir haben schon schwierigere Situationen gemeistert. Es gibt Übernahmegerüchte. Die Nachricht von einer Standortverlegung ins kostengünstige Ausland würde den Kurs stabilisieren. Wir wollen doch nicht von einem Hedgefonds geschluckt werden, oder? Das ist doch lächerlich. Meine Herren, kommen wir zur Abstimmung. Wer ist gegen eine Verlegung? Wer dafür? Damit verschieben wir eine endgültige Entscheidung auf die nächste Sitzung. Ich hoffe, dass wir dann zu einem eindeutigen Ergebnis kommen. Unterschätzen Sie Runge nicht. Er hat Erfahrung mit solchen Krisen. Krise? Was denn für eine Krise? Meine Damen, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Zuerst einmal die gute Nachricht. Die Blomfeld AG hat uns in Aussicht gestellt, weiter unser Vertragspartner zu bleiben. Jetzt kommt's gleich. Mhm. Sie haben allerdings zur Bedingung gemacht, dass wir 10% günstiger produzieren. Was? 10%. Und wie soll das gehen? Ja, wir müssen die Personalkosten senken. Das heißt, wir können wieder Überstunden machen. Herr Feigling hat's mal wieder nicht aufgekriegt. Für ihn reicht's ja. Mist, ich muss zum Fußballtraining. Viel Spaß. Jetzt bleiben Sie doch mal ganz ruhig, meine Damen. Ich denke, wir sollten froh sein, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, gut, Happo. Jetzt guck, wo du den Ball hinpassen kannst. Mach ihn rein wie der Poldi. Zieh doch mal ab, das Ding, verdammt nochmal. Ich alle gleichzeitig auf den Ball. Zwetschke, Zwetschke steht frei. Hey, gib doch mal ab, das Ding. Ey, willst du Stress oder warum rennst du? Wenn sich hier einer verpisst, dann bist du das, ja? Mach nicht! Ey, was ist hier los, ha? Immer noch ein Spielchen, haltet meinen Ball flach. Du machst immer denselben Fehler. Warum gibst du nicht ab, hä? Vorhin sagst du ihm, er soll durchziehen, wenn er eine Lücke sieht. So, jetzt hier Hand geben, vertragen. Gut, weiter geht's. Die brauchen mehr taktische Ordnung. Ah ja? Die Jungs sind an Haufen und haben überhaupt keine Ahnung von Raumaufteilung. Du, wenn du hier den Netzer geben willst, ja, kannst du gerne zeigen, was du drauf hast. Ich hätte gern einen Co-Trainer. Klingt verlockend. Muss aber leider arbeiten. Und ich möchte nicht wissen, was meine Frau dazu sagt, wenn ich in meiner Freizeit auch noch irgendwelche Kinder trainiere. Ich dachte mal, Lucky wäre dein Sohn. Ja, well, Mr. Murasaki, that's how it is. Fine. Bye-bye. Hören Sie, Runge, ich bin jetzt seit 12 Jahren bei Blomfeld. Und ich habe mich noch nie in meinen Entscheidungen von einem Aktienkurs unter Druck setzen lassen. Matthias, ich glaube, dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Und dass wir auch gut zusammenarbeiten würden. Ach ja? Ja, wenn wir an einem Strang ziehen. Hat Hanna Sie geschickt? Hanna will eine Entscheidung, egal welche. Wie war es eigentlich auf der ISPO? Gab's Häppchen? Ist doch eigentlich immer ganz nett da. Ich kenne Typen wie Sie. Jahrelang fest im Sattel. Aber plötzlich eine kleine Schwäche. Ein Moment der Unaufmerksamkeit und booms. Sie dürfen den Absprung nicht verpassen.
Also. Mama, schau dir doch sowas nicht an, wenn du es nicht verträgst. Männer sind so feige. Wieso? Sie verlässt ihn doch. Ja. Aber nur, weil er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat. Hm. Schau dir lieber mal einen Actionfilm an. Na? Winkelmann Matthias. Sie haben Glück gehabt. Wie spät ist es? Ich habe heute noch zwei wichtige Termine. Heute? Sie liegen schon seit 3 Tagen hier. Erhöhter Cholesterinspiegel, schlechte Leberwerte, zu viele Granulozyten, schlechte Blutfettwerte, dazu so ein alarmierendes EKG. Leiden Sie an Schlaflosigkeit? Wie viele Tabletten? 1, 2, manchmal 3. Machen Sie weiter so, dann sind Sie morgen wieder hier. Das will ich dann doch lieber mit dem Chefarzt besprechen. Der steht vor Ihnen. Ich habe so viele Patienten in Ihrem Alter, die alle behaupten, topfit zu sein. Dann machen die eine Woche später auf dem Golfplatz ihren letzten Lapser und kippen um. Wollen Sie das? Also, 1 Monat striktes Arbeitsverbot, Ausrufezeichen. Stattdessen ein gründliches Herz-Kreislauf-Training. So eine Auszeit kann manchmal das ganze Leben verändern, Herr Winkelmann. Alles Gute. Vor Ihnen. Na bitte, geht doch, danke. So, Luki, gib ab und weiter geht's. Ja, andere Richtung. Macht ja gut. Bleib dran, sonst könnt ihr nichts reißen. Und los! Ihr klumpt wieder alle auf einen Haufen, Kinder. Das kann doch nicht wahr sein. Und komm, Seite, Einwurf. Mund zu beim Gucken, sonst fliegt da noch was rein. Ich wollte Sie nicht stören. Schon passiert. Eine Trainerin. Das gab's zu meiner Zeit noch nicht. Tja, die Zeiten ändern sich. Ich habe hier mal gespielt. Ah ja? Von der F bis zur A-Jugend. Spiel mal über außen! Nick, du bist nicht alleine auf dem Platz. Kannten Sie eigentlich noch Fritz Wagen? Der hat hier lange trainiert. Fritz? Klar. Meine Güte, ist das lange her. Der war vielleicht ein Schinder. Der konnte eine ganze Halbzeit lang von der Seitenlinie aus rumbrüllen. Ja, das konnte er. Da saß auch immer noch ein kleines Mädchen auf der Trainerbank. Ja, Lotte Wagner, inzwischen ausgewachsen. Nein, das kann nicht sein. Matthias Winkelmann. Winkelmann? Das passt ja zu Ihnen. Ja?
Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, und nicht wieder alle auf einem Haufen. Spielt immer frei. Emmy steht da drüben. Da fehlt die Raumaufteilung. Sagen Sie bloß. In dem Alter hat jeder eine Lieblingsposition und verteidigt den Raum intuitiv. Das muss man sich zunutze machen. Spielt weiter, komm. Ey, das war ein Foul! Weiter. Das war ein Elfmeter. Textilkontakt im Strafraum, außerdem müssen Sie gelb geben. Das sind die neuen FIFA-Regeln. Paragraph 17, Absatz 2b. Ich kenne Sie. Sie sind der Fahrschullehrer von vor 2 Tagen an der Kreuzung. Sie haben mir die Vorfahrt genommen. Erinnern Sie sich? Hm? Oh, noch 5 Minuten, dann müssen wir vom Platz. Papa! Na, ihr beiden? Ja. Hallo. Hallo. Was machst du denn hier? Ich wollte meine Kinder sehen, wenn es erlaubt ist. Wir haben Zeiten ausgemacht. Am Sonntag hat Benny den ganzen Tag auf dich gewartet. Aber echt? Ich habe gearbeitet. Cool, kriege ich dann endlich einen MP3-Player? Ja, klar. Benny, kannst du die schon mal ins Haus bringen? Du versprichst ihm einen MP3-Player und ich weiß nicht, wie ich die Klassenfahrt zahlen soll. Wenn du den Unterhalt für die letzten 3 Monate überwiesen hättest, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Lotte, ich habe bisher immer gezahlt, wenn ich was hatte. Ich hab die 210 Euro auch nicht. Dann sag du ihm, dass er nicht mitfahren darf. Jetzt warte doch mal. Warten. Auf was? Ich ruf dich an. Ja, ja, wie immer. Am Ende der Woche hast du das Geld, versprochen. Tschüss, Papa. Wie viel? 210. Ende der Woche. Papa ist immer so nett. Du bist immer so scheiße. Sag nicht immer scheiße. Tut mir leid. Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend. Na, Schmidt? Ja. Viel Arbeit? Ja. Herr Winkelmann, stimmt was nicht? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon für mich? Solange Sie das Haus haben. 8 Jahre? Ja, 8 Jahre. Schöner Hund? Ja. Komm her. Komm. Hi. Morgen. 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 Ich könnte dir auch Geld leihen. Nee, das machen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich es dir zurückgeben kann. Ich frage heute Hagen nach dem Vorschuss. Quatsch, das schenke ich Ihnen. Danke. Ist natürlich auch ganz schön viel, 210 Euro für eine Klassenfahrt. Wem sagen Sie das? Aber Benny freut sich wahnsinnig drauf. Kann ich mir vorstellen. In der wievielten Klasse ist er jetzt? 2. Danke. Bitte. Freut mich, wenn ich helfen kann. Ach, Frau Wagner, Sie könnten mir auch einen Gefallen tun. Ja. Bitte. Die Blumfeld sitzt mir im Nacken.
Wenn die Belegschaft den Lohnkürzungen nicht zustimmt, dann bleibt mir nur, einen Teil der Frauen zu entlassen, wenn wir das Angebot halten wollen. Die fallen alle tot um, wenn Sie das verkünden. Bitte, können Sie nicht mit Ihnen reden? Verstehen Sie doch, Frau Wagner. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ihnen vertrauen die Kolleginnen. Und ich vertraue Ihnen auch. Wenn wir uns nicht einigen können, dann kann ich den Laden hier wirklich dicht machen. Und das wollen Sie doch auch nicht, oder? Vielen Dank. Ich kann das nicht annehmen. Das habe ich befürchtet. So, der WSV Wuppertal ist dabei. Was soll denn das bringen mit der Gurkentruppe? Die haben da überhaupt keine Schnitte. Also, es ist ein Freundschaftsspiel. Donnerstag in 2 Wochen, 17 Uhr, ist Anpfiff. Da arbeite ich noch. Da musst du eben zusehen, wie du Lucky da irgendwie hinkriegst. Warum bist du denn gleich wieder so zickig? Hallo? Hallo. Was spielen die denn da? Ihr müsst das Spiel mehr in die Breite ziehen. Spielt euch mal frei. Nach außen. Ja, da, das ist ein guter Stürmer. Torwart. Wie bitte? Haben Sie nicht gesehen, wie geschickt er dribbelt, wie eng er den Ball führt? Außerdem ist er beidfüßig und schnell, er hat einen Tordrang. Das ist der geborene Stürmer. Herr Winkelmann. Bitte? Mats? Ja, wir waren doch echt super als Doppelspitze. Aber dann haben wir doch überhaupt keinen Torwart mehr. Es gibt noch andere Jungs, die auch Torwartqualitäten haben. Aber du musst unser Trainer bleiben. Sonst haben wir überhaupt keine Chance. Bitte. Mats ist doch genau der Mann, den du immer gesucht hast. Sie suchen einen Mann? Trainer, ich suche einen Trainer. Mann, du glaubst mir ja den ganzen Ketchup. Hm? Wir brauchen aber echt noch jemanden. Da hat doch der Herr Winkelmann sicher überhaupt keine Zeit dazu. Arbeitest du auch in einer Fabrik? Benny. Wieso denn? Naja, nicht so ganz. Ich bin Manager, aber im Augenblick habe ich Urlaub. Was macht überhaupt ein Manager? Benny. Nee. Wenn du Urlaub hast, kannst du uns doch trainieren. Wenigstens bis zu dem Spiel. Ja. Ich werde da mal drüber nachdenken. Bis dann. Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind. Ja, die Kinder mögen Sie ja. Ja, dann. Dann. Hier. Hallo, meine Krabbe. Eis. Hallo. Hast du für uns gekocht? Ja. Und ich muss aufräumen? Nee, das mache ich schon. Weg. Benni, duschen. Keine Angst, ist nur Wasser. Was machst du? Hühnchen Teriyaki. Vielleicht ein bisschen angebrannt, aber die Soße mit der Hammer. Super. Schmeckt interessant. Gretas neuer Freund isst gerne asiatisch. Klappe. Ah, drum der vierte Teller. Er ist schon 20 und er fährt Motorrad. Das geht dich gar nichts an. 20. Findest du es nicht ein bisschen alt?
Könnt ihr euch nicht um euren Kram kümmern? Das schmeckt scheiße. Ich mache uns eine Pizza, oder? Natürlich erhole ich mich, Sandra. Hören Sie, Sie müssen für mich herausfinden, ob der Runge sich mit der Blumfeld zusammentut. Nein, eigentlich ist er auf unserer Seite. Richtig. Ja. Ja, ich passe auf mich auf. Ja. Sandra, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich habe das Handy dabei. Oh, mit dir, ha? Alles wieder gut? Oh. Raus aus den Federn. Ach, ich freue mich doch, dass du einen Freund hast. Wie ist er denn? Oh, Mama. Muss Liebe schön sein. Dein Gesicht gemacht. Ist blöd? Warst du an Gretas Schminkkasten? Oh, Benni. Hallo. Oh, hallo. Oh, Sie wollen ja wirklich. Wollen wir uns nicht duzen? Ja, gern. Ich bin die Lotte. Matthias. Dann habe ich ja jetzt einen Co-Trainer. Ja? Bitte. Na, dann mal los, Mats. Habt ihr verstanden, wie es läuft? Sauber passen. Klar? War das ein Ja? Ja! Dann los! Sehr gut, die Nächsten, auf geht's. Und wieder raus damit. Raus mit dem Pass. Klasse. Rein in die Mitte. Und komm wieder zurück, alle. Prima. Und rein in die Mitte, in die Mitte. Ah, nochmal. Der hat ja richtig Kondition. Los. Tempo. Auf geht's. Richtig hinstellen. So, weiter. Sandra. Aber es wird! Hallo, Herr Winkelmann. Runge verhandelt neu mit den Rumänen. Es könnte sein, dass der Hanna Blumfeld bald ein besseres Angebot vorlegt. Melden Sie sich doch mal. Früher habe ich auch immer nur Fußball im Kopf gehabt. Und heute? Arbeit. Oh. Mann in der Krise. Krise? Das ist ein großes Wort. Hast du damals eigentlich auch mal mit deinem Vater trainiert? Nee. Wir waren nicht genug Mädchen für eine Mannschaft. Außerdem hätte mein Vater gar nicht die Geduld gehabt. Lotte, Fußball ist nichts für Mädchen. Da wird nämlich gerannt und nicht gequatscht. Ich glaube, der wird sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich die F-Jugend trainiere. Das würde zu ihm passen. Wer ist denn eigentlich Sandra? Was? Ach, Sandra. Meine Sekretärin. Echt, du hast eine Sekretärin? Natürlich.
Jungs, zieht mal ein bisschen auf die Ecken. Die haut ja immer nur auf den Tormann. In die Ecken, in die Ecken. Hey, du rauchst überhaupt nicht. Mm. Du auch nicht mehr. Warum bist du überhaupt so gut drauf? Weiß nicht. Mir geht's einfach gut. Ist doch der geheimnisvolle neue Co-Trainer. Vielleicht. Hey, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Verheiratet, Kinder, Beruf, irgendwelche sonstigen Qualitäten. Schwäche beim Abspielen links, aber absolut ein Tor dran. Ja, zumindest ist er solo und ohne Anhand. Warum lädt man sich denn sonst so eine Horde halbwüchsiger Kicker auf? Na ja, vielleicht, weil man in die Trainerin verknallt ist? Quatsch! Ich muss den jetzt mal sehen. Jetzt lad ihn doch mal ein. Spinnst du? Du musst ran an den Mann. Matthias, ist doch witzig. Wir trainieren immer so zusammen. Soll daran witzig sein, ist überhaupt nicht witzig. Tschüss. Matthias, wir haben doch immer so viel zu besprechen. Und da dachte ich, vielleicht machen wir das einfach mal bei mir. In meinem Bett. Ich bin total bescheuert. Benny meinte neulich, es wäre doch nett, wenn Matthias mal zum Essen käme. Wenn Matthias mal zum Essen käme. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja, und da dachte ich eben, ich mache jetzt nichts Großes, Nudeln oder so. Ja, nicht so die Meisterköchin. Hallo. Hallo. Benny meinte neulich, also der Mats ist doch toll. Ist, ich meine, also das wäre doch wirklich einfach toll, wenn vielleicht der Mats mal... Gerne. Was? Ich komme gerne. Du musst doch gar nicht groß kochen. Nudeln oder so. Nudeln. Also Donnerstag wäre doch gut, oder? Oder vielleicht besser Freitag, dann kann man ausschlafen. Donnerstag wird passen. Gut. Ich könnte eine Flasche Wein mitbringen. Ja, super. Benny freut sich bestimmt total, wenn du kommst. Sehr gut. Runge, Sie rufen doch nicht an, um sich nach meinem Gesundheitszustand zu erkundigen. Da können Sie auch meine Sekretärin fragen. Ich verstehe. Tut mir leid, aber da müssen Sie warten, bis ich wieder da bin. Nein, können Sie nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Guten Abend. Fröbel. Fröbel, komm her. Fröbel. Ich nehme an, der Strauß ist für eine Dame. Wie wär's denn mit denen da? Das, da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Jede Blume und ihre Farbe hat eine Bedeutung. Und das sind Dahlien. Was heißt das? Ich habe schon einen Partner. Was mit denen da? Chrysanthemen. Mein Herz ist frei für dich. Oder Christrosen. Nimm mir die Angst. Die sind hübsch. Das sind Astern. Ja. Ich bin nicht ganz von deiner Treue überzeugt. Ich habe nur Augen für dich. Ja, oder ich liebe dich heimlich. Oder ich liebe dich über alles. Vielleicht stellen Sie mir einfach irgendwas Passendes zusammen. Große Vase. Benny, ich hab was für dich. Boah, danke. Boah. Wow. WM 2006. Danke. Bis gleich. Entschuldigung.
Guten Abend, Frau Wagner. Tim. Frau Wagner, Greta meinte, Sie mögen gute Rotweine und da habe ich hier ein Bardolino für Sie. Tim. Das ist Greta, das ist meine Tochter. Also, ich habe noch eine Tochter. Ja, dann komm rein. Britta, komm doch mal. Also, das ist Britta, das ist meine beste Freundin. Hi. Hi, sorry, ich hab nasse Hände. Mach nichts. Hallo. Guter Hintern. Und da steh dich. Sven, nicht die aus dem Keller, die sind kaputt. Die sind nicht kaputt, die muss man nur ab und zu nachziehen. Das ist Sven, also Brittas Mann. Sag mal, Emily hat mir erzählt, ihr wollt die Juniors vom SV am Donnerstag platt machen? Ja, mal sehen. Warum nimmst du nicht die aus unserer Küche? Ich hab's doch gleich. Du bist also der Mann von der Kreuzung. Ja. Lotte hat dich ganz anders beschrieben. Ach ja? Naja, liegt vielleicht daran, dass sie dich vor allem beim Schwitzen kennt. Ach so, wegen dem Training. Jetzt. Ja, hat ja was. Ist manchmal besser als Aftershave. Schwitze ich denn so sehr? Mama, wo ist die Sojasauce? Was machst du eigentlich? Lotte hat mir das gar nicht erzählt. Ich, Komm, jetzt setze dich erstmal hin. Ich habe ja noch gar nichts zu trinken bekommen. Essen! Da vielleicht. Benny, Emily! So, Tim, wärst du mal so nett, Schälchen für die Soßensoja und Chili? Greta hat gar nicht erzählt, dass sie eine so scharfe Mutter hat. Nee, die kann sich jeder selber nehmen. Mag ja auch nicht jeder so scharf. Das ist gut. Mag ja nicht jeder so scharf. Kannst du vielleicht den Wein aufmachen? Kennen Sie sich gut aus mit Wein? Hier. Ich persönlich bevorzuge hier Italiener. Bardolino. Mhm. Probieren wir doch mal den hier, oder? So. Na? Hier mal einen Schluck Bordeaux. Bordeaux kenne ich, trinke ich, rein damit. Manche Leute geben mir irre viel Geld für Wein aus. 50 Euro sind da nichts. 50 Euro? Da muss es aber schon richtig dicker haben. Da arbeite ich den ganzen Tag für. C'est la vie. Während sich die Topmanager immer mehr in die Tasche stecken, sollen wir noch dankbar sein, dass uns der Laden nicht dicht gemacht wird? Heutzutage ist doch eh alles made in China und uns geht hier die Arbeit aus. Manchmal habe ich das Gefühl, denen ist es total wurscht, was hier passiert. Ja, da ist was Wahres dran. Ja, Deutschland ist ja im Vergleich ein kleiner Absatzmarkt. Für die deutsche Wirtschaft spielt es keine Rolle, ob es den Umsatz im eigenen Land macht. Wie ist denn das zu verstehen? Mir ist egal, ob die Leute hier arbeitslos werden. Ein großer Konzern sucht hier den billigsten Anbieter, um seinen Gewinn zu optimieren. Und den findet er selten in Deutschland. Ja, der normale Verbraucher macht es doch genauso. Wenn da zwei Fernseher im Regal stehen und das deutsche Fabrikat ist deutlich teurer als das asiatische beispielsweise, zu welchem Gerät greift man denn dann? Zum billigen. Zum billigeren. Stimmt. Selbstverständlich. Hör mal, was machst du nochmal? Matthias ist Manager. Ich lach gerade mit Reinchen kaputt. Oh Mann. Sven. Auf uns, ne? Prost. Komm, wir trinken noch einen Absacker. Nee, Sven, komm, du hast jetzt echt genug. Okay, dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Ist bei uns nicht immer so. Ich fand, das war ein sehr schöner Abend. Du musst das nicht aufessen. Greta ist keine besonders gute Köchin. Hast du eigentlich Kinder? Nein. Meine Ex-Frau hat es nicht ausgehalten, dass ich mehr mit meinem Job verheiratet war als mit irgendwas anderem. Mein Ex-Mann, der war immer wie ein großer Junge. Das mochte ich. Aber mit Mitte 30, da muss man mal anfangen, die Dinge ernster zu nehmen. Ich habe eine Wäscherei geerbt von meinen Eltern. Und Sascha hat den Laden voll an die Wand gefahren. Dann war meine Ehe kaputt und ich hatte einen Haufen Schulden. Zum Glück hat Britta mir dann den Job bei Rheinland besorgt.
Aber wer weiß, wie lange das noch geht. Du arbeitest bei Rheinland. Ja. Kennst du die Firma? Ja. Dem Namen nach. Wo arbeitest du eigentlich? Ich bin bei der Blumen... in der Blumenbranche tätig. Rosen, Dahlien, sowas im... Echt? Ich dachte, da sind die Holländer ganz groß. Holland? Ja, ja. Da ist der Mutterkonzern. Ein Blumenmanager. Das ist ja nett. Meine Güte, nein. Lotte, Blumenmanager. Also, ich kenne die Rheinland, weil die Rheinland mit der Blumenfeld AG. Du kennst die Blumenfeld AG? Die sind ja wohl das wirklich das Allerletzte, oder? Die sind schuld, wenn wir unseren Job los sind. Erst hieß es, die Rheinland hat den Auftrag, wenn wir mit den Löhnen runtergehen. Und jetzt? Hören wir nichts mehr von ihnen. Oh, wenn ich was hasse, dann sind das Lügen und Taktierereien. Sascha war da auch ganz groß drin. Aber ich habe da mittlerweile so eine Art Radar entwickelt. Ich merke sofort, wenn jemand nicht ehrlich ist. Mama? Hm? Ohmelchen. Hey. Was machst du denn hier? Ich habe so blöd geträumt. Legst du dich zu mir, bis ich eingeschlafen bin? Oh, klar. Ich bin so dämlich. Warum hast du mir nicht erzählt, dass er Manager ist? Weiß nicht, war mir irgendwie peinlich. Wird eh nix. Weil er zur Abwechslung mal ein bisschen Geld hat, oder was? Ich will auf keinen Fall, dass er denkt, ich will ihn wegen der Kohle. Mensch, genieß es doch einfach mal. Ich finde das so anstrengend. Ich will in der Beziehung mittendrin sein und nicht am Anfang, dass man sich die ganze Zeit beeindrucken muss. Der Anfang ist doch das Allerschönste. Ja, mit zwei Kindern im Schlepptau. Wahnsinnig romantisch. Als ich da gestern bei Lotte war, mit ihren Freunden und den Kindern auf kaputten Stühlen, da habe ich mich so lebendig gefühlt. Und da haben Sie Angst gehabt, Sie machen alles kaputt, wenn Sie es sagen, es tut mir leid. Ich bin der Typ von Blumenfeld, der die Verantwortung dafür hat, dass du in Kürze viel weniger verdienst. Ja. Vielleicht kann das ja gar nicht funktionieren. Wie meinen Sie das? Naja, so ein Manager wie Sie und eine Fließbandarbeiterin. Schmidt, wenn Sie mir gesagt hätten, dass Sie mich ein bisschen zu spießig für Lotte finden, dann hätte ich Sie verstanden. Aber haben Sie eine Vorstellung, was diese Frau leistet? Die geht jeden Tag in die Fabrik, bringt zwei Kinder alleine durch und ganz nebenbei trainiert die auch noch eine Fußballmannschaft. Natürlich passen wir zusammen. Und Sie beide übrigens auch. Fröbel! Aber Herr Winkelmann! Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Ach, das macht doch nichts. Das ist doch ein toller Kerl. 58 Euro, wenn eine halbe Stunde Schornstein fehlt. Na, den Stundenlohn hätte ich ja auch gern. Hey, da bist du ja. Weißt du, wo Greta ist? Die ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Hummelchen. Was ist los? Dieser scheiß Marvin hat mir meinen Ball geklaut. Kann die Tür nichts dafür. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lotte, ich hätte dir gestern was sagen müssen. Ich arbeite bei Blumenfeld. Aber ich hatte Angst. Ich will nicht, dass du die Tür zwischen uns zuschlägst, bevor es mit uns überhaupt richtig angefangen hat. Thank you.
weiß nicht, wo Greta ist und Benny hat gerade irgendjemand seinen Ball weggenommen. Dann gehe ich besser wieder? Ja, ist besser. Ist ja Quatsch. Komm rein. Benny. Ich hab schon gehört, was dir passiert ist. Dieser scheiß Marvin. Der ärgert mich auch in der Schule immer. Du sollst nicht immer dieses Wort sagen. Scheiße, scheiße, scheiße. Dieser Marvin, ist der größer als du? Was weißt denn du? Erwachsene haben eigentlich genau dieselben Probleme, nur kloppen die sich nicht gleich. Die reden miteinander. Schlag diesem Marvin den Handel vor. Du erklärst ihm, welche Möglichkeiten er hat, dir den Ball zurückzugeben und im Gegenzug versprichst du ihm was dafür. Gib mir sofort meinen Ball zurück, sonst kriegst du von mir voll eine rein. Wie wär's denn damit? Du gibst mir morgen den Ball zurück, dann verpfeife ich dich auch nicht. Wenn du aufhörst, mich zu ärgern, erzähle ich auch keinem, dass du stinkst. Das soll helfen? Notfalls greifst du auf deinen Großvater zurück. Geheimnis unter Männern. Ich hab dir doch von meinem Ärger bei Rheinland erzählt. Ja, ja, ich. Wenn ich die Lohnkürzung annehme, dann reicht mein Gehalt von vorne bis hinten nicht. Lehne ich ab, riskiere ich meinen Job. Ja. Ich meine, das kann doch nicht sein. Ich arbeite Vollzeit und kann meinem Sohn nicht mal die Klassenfahrt bezahlen. Lotte, ich kann dir Geld geben. Nein, nein, das meine ich nicht. Das will ich auf gar keinen Fall. Aber du kannst mir helfen. Bring mir bei, wie man verhandelt. Verhandelt? Ja. Du bist doch Manager. Du weißt doch, wie man mit diesen Bossen reden muss. Okay, wo fange ich an? Am Anfang. Gut, Regel Nummer 1, überzeugend auftreten. Deine Wirkung auf andere wird zu 80% bestimmt. Von Körpersprache, Stimme und Blickkontakt. Echt? Frauen reden oft unsicher und mit Kopfstimme. Statt einfach zu verlangen, was ihnen zusteht. Richtig, schau mich dabei direkt an. Statt einfach zu verlangen, was ihnen zusteht. Greta. Greta. Nee, die ist immer noch nicht da. Du, gerade ist schlecht, ich rufe dich später zurück. Ja. Gut, wie geht's weiter? Du musst ein klares Ziel vor Augen haben. Und du musst für dich einen Verhandlungsspielraum definieren. Am besten vorher aufschreiben. Zettel. Hey. Psst, psst, komm. Warum waren da immer nur die Mailbox dran? Dir ist schon klar, wie spät es ist, ha? Ja, ich habe noch ein paar Leute getroffen. Leute getroffen? Gut. Ich denke, wir sollten darüber reden, wie du dir das mit dem Nachhausekommen vorstellst. Ich habe folgenden Vorschlag. Du räumst einmal in der Woche dein Zimmer auf, dann kannst du zweimal in der Woche länger wegbleiben. Scheiße. Hast du auch mit Matthias geredet? Und du sagst nicht mehr Scheiße. Dafür darfst du dir ein Wort aussuchen, das ich nicht mehr sagen soll. Hummelchen. Ich bin schon viel zu alt für den Schei. Blöden Namen. Abgemacht. Nacht. Nacht.
Und du gehst jetzt auch ins Bett, Benny. Ein Geständnis kann man nämlich nicht wieder rückgängig machen. In der Liebe kann man sich nicht absichern. Da braucht man Mut zum Risiko. Das ist mir klar. Ich war so kurz davor, es ihr zu sagen. Aber ich habe mich so unvorbereitet gefühlt. Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Irgendwann müssen Sie es ihr sagen. Das werde ich auch tun. Also, wer ist dafür? Fressen Besen, wenn die sich darauf einlassen. Wenn wir nicht nach vorne preschen, dann schießen wir auch kein Tor. Was ist denn hier los? Herr Hagen? Ja? Wir müssen mal mit Ihnen reden. Ja? Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren für die Rheinland. Frau Petzke seit 15 Jahren, Frau Müller seit 41 Jahren. Hier, Frau Koch seit... Ja, worauf wollen Sie hinaus? Wir alle sind für den Erhalt der Rheinland. Und deshalb akzeptieren wir die Lohnkürzung. Aber? Aber nur unter 2 Bedingungen. Erstens, hier wird niemandem gekündigt. Und zweitens sind wir ab sofort am Gewinn der Firma beteiligt. Herr Winkelmann, hallo. Hallo. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Wie geht's Ihnen? Sie sehen gut aus. Ja? Ja? Können Sie mir die Rheinland-Unterlagen schicken? Ja. Danke. Sitzen Sie gut auf meinem Stuhl? Ja. Hallo. Hat man Sie gar nicht informiert? Mein Büro wird gerade gestrichen und da Sie so lange krankgeschrieben sind. Darf ich mal? Klar. Bitte schön. Soll ich rausgehen? Nein, nein, bleiben Sie ruhig. Ich habe mir mal Ihre Vita angesehen. Sie haben da vor 3 Jahren eine riesige Pleite verursacht. Und trotzdem eine dicke Abfindung kassiert. Als einziger übrigens. Darauf brauchen Sie sich nichts einzubilden. Bitte. Alle Achtung, Leute, den hast du echt im Sack. Hagen vielleicht. Aber die anderen Teilhaber, die haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Oh. Matthias. Hallo? Ich bin's, Matthias. Ja, hallo, Matthias. Wie war's? Ja, super. Ja, wirklich? Ja, danke für die Tipps. Also, ich glaube, ich konnte wirklich was erreichen. Schön. Was erreichen? Sie hat ihn platt gemacht. Oh, Britta übertreibt mal wieder. Sollen wir heute Abend essen gehen? Heute? Ja, wieso nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich so schnell jemanden für Benny organisieren kann. Kurzfristig, also. Okay. Ja, geht klar. Was isst du denn gerne? Eigentlich alles. Alles? Das ist schwierig. Ja, wo gehst du denn gerne hin? Wie wär's mit Französisch? Das Escargot. Klingt doch gut. Dann sehe ich mal, wo du dich so rumtreibst. Ach, da gibt's nicht viel zu sehen. Sagen wir 20 Uhr? Aha. Ich kann dich abholen. Gut? Dann sehen wir uns später. Bis dann. Matthias hat mich zum Essen eingeladen. Mich würde ja echt interessieren, wie der so wohnt. Wie jetzt? Da ist immer noch nichts gelaufen. Hat sich eben nicht ergeben. Ihr benehmt euch ja wie die Teenies. Kam immer irgendwas dazwischen. Oh, das mit den Teenies nehme ich zurück. Warte. Wenn du nicht auf immer und ewig bei deiner Tochter unten durch sein willst, dann bleibst du jetzt hier. Eine peinliche Nummer hätte nicht mal meine Mutter gebracht. Ich muss mal mit dir reden. Mama, ich bin echt hundemüde. Woher hast du die Pille? Papa war mit mir beim Arzt. Papa?
Ja, du hättest mir das doch sowieso nicht erlaubt. Hast du mich gefragt? Bevor du dich aufregst, ich habe noch gar nicht mit Tim geschlafen. Noch nicht? Krabbe, willst du das denn überhaupt? Oder will das nur Tim? Hä? Es geht dich gar nichts an. Dass die beiden mich so hintergangen haben. Sascha und Greta. Und weißt du, was Sascha dazu gesagt hat? Besser ist, wie wenn sie schwanger wird. Sascha ist ein Idiot und Greta ist ein ganz normaler Teenager. Dass sie irgendwann Sex hat, das kannst du eh nicht verhindern. Also sei froh, dass sie an Verhütung denkt. Sie ist gerade mal 15. Oh, Lotte, auf welchem Planeten lebst du eigentlich? Das ist doch gut. In dem Teil kannst du vielleicht auf eine Beerdigung gehen. Aber in dunkelblau kriegst du keinen Mann ins Bett. Ich hab einfach nichts Gescheites, ja? Entweder lauter so alte Sachen. Ich kann doch hier nicht mit so einem billigen Fummel mit dem ausgehen. Komm, Süße, wir gehen jetzt rüber zu mir. Du kriegst mein kleines Türkises. Und diesmal ist er fällig. Liebe Lotte, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich liebe dich, aber ich bin auch ein Idiot, weil ich bei Blumenfeld arbeite und du wegen mir dann... Willst du reinkommen? Nein, nein. Später vielleicht. Mist. Abend. Hallo. Der Anlasser. Steig ruhig ein. So. Fertig. So. Ah. Guten Abend, Herr Winkelmann. Schön, dass Sie uns mal wieder beehren. Hallo, Enrique. Eine charmante Begleitung haben Sie heute. Sonst bringt er immer diese schrecklichen Kerle mit. Einer hässlicher als der andere. Ich bin ja oft zum Mittagessen geschäftlich. Ja. Da stehen überhaupt keine Preise drin. Die haben Sie wohl vergessen. Ja, weil keiner nachfragt, weil es nämlich peinlich ist. Was nimmst du als Vorspeise? Gegrillte Wachtel auf Zwiebelrisotto mit Röstkaffeesoße. Mhm. Und hier gehst du also Mittagessen. Bei solchen Terminen muss man vor allen Dingen reden. Inzwischen schiebt man sich schnell einen Happen zwischen die Kiemen. Immer in der Hoffnung, dass man den Gegenüber nicht anspuckt oder sich selbst bekleckert. Wir haben doch gar nichts bestellt. Wir essen es trotzdem. Prost. Mmh. Alles umsonst? Ist ja super. Und wofür sind die Waschlappen?
Zum Hände abtrocknen? Ja, klar. Super. Oh, ich muss doch noch mal. In das Zeug könnte ich mich reinlegen. Sollen wir eins bestellen? Mm-mm, wird mir schlecht. So, jetzt Vorsicht. Ja, Tor. Ist ja kein Wunder, war ja kein Torwart im Torwart. Pass mal auf, ich stelle mal meine Verteidigung auf. Aus. Hier. Komm her, komm. Ja? Zieh dich warm an. Frechheit, Mist. Oh, Frauentaktik. Na, warte. Okay, Elfmeter. Anstoß. Oh. Ich glaube, Sie haben da was verloren. Hallo, Runge. Was machen Sie denn hier? Ich? Oh. Ich hatte ein geschäftliches Essen mit Frau... Blumen. Blumen. Haben Sie der Frau Blumen gebracht? Chrysanthemen? Mein Herz ist noch frei, hätte ich. Oder Astern? Ich bin nicht so ganz von deiner Treue überzeugt. Hm? Was reden Sie denn da? Denken Sie mal drüber nach. Hallo, Hanna. Darf ich vorstellen, Lotte, Hanna, Moritz, Runge, ist ja schon nach acht. Da kann man ruhig mal ein bisschen persönlicher werden. Schön, Matthias, dass es Ihnen wieder so gut geht. Dann sehen wir uns nächsten Freitag zur Abstimmung. Allerdings. Tja, dann schönen Abend noch. Euch auch noch viel Spaß. Was meint ihr denn mit Astern? Und ich bin nicht ganz von deiner Treue überzeugt. Geschäftsessen nachts um 11. Lotte. Die beiden. Lotte. Ja. Ich muss dir was sagen. Aber nicht jetzt hier. Ja, du hast recht. Lieber nicht hier. Komm, wir hauen ab. Ja. Ich hab da auch schon eine Idee. Das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Hallo? Jemand zu Hause? Entschuldige, meine Güte. Ich bin ein Holzklotz. Das kommt davon, wenn man so lange alleine lebt. Noch Tee? Gern. Lotte, was machst du denn? Oh Mist. Ich bin total von der Rolle. Ich bin total verliebt. Frau Wagner, es gibt großartige Neuigkeiten. Die Blumfeld AG hat einem Gespräch zugestimmt. Einer der Vorstände hat sich überraschend für uns eingesetzt. Und das Beste, wenn die Blumfeld uns den Auftrag lässt, werden wir über ihre Bedingungen verhandeln. Ist das nicht wunderbar? Das ist ja toll. Toi, toi, toi. Sie müssen mitkommen, bitte. Wie bitte? Sie wissen, ich bin schrecklich in solchen Dingen. Und Sie wollen doch auch, dass das was wird. Oh Gott, da habe ich mir echt was eingebrockt. Das schaffst du schon, Lotte. Stell dir einfach vor, die sind alle nackt. Das habe ich mal gelesen. Das dürfte dir doch nach der Nacht auch nicht schwerfallen, oder? Das ist doch was vollkommen anderes. Oh, mir ist ganz schlecht. Das ist alles Einbildung.
wird schon gut gehen. Bitte nach Ihnen. Wir müssen in den ersten Stock. Shanghai habe ich auf nächste Woche verschoben. Und Herr Perez erwartet heute noch Ihren Rückruf. Nach dem Gespräch bei Rheinland stehen noch zwei weitere Termine an. Matthias? Hallo, was machst du denn hier? Aus Spanien und Bulgarien. Lotte, Sie kennen Herrn Winkelmann? Oder wird Ihnen das vielleicht zu viel an Ihrem ersten Arbeitstag? Du arbeitest hier. Ja. So, es wird Zeit. Kommen Sie. Hallo. Darf ich Ihnen meine Mitarbeiterin Frau Wagner vorstellen? Tag. Frau Wagner, das ist Herr Runge. Kennen wir uns nicht irgendwoher? Guten Tag zusammen. Nee, woher auch, ja. Frau Walter, bitte. Wagner. Bitte. Danke. Also, erstmal danke, dass Sie uns anhören. Ich will auch nicht lange rumreden. Die Rheinland, die beliefert Sie seit Jahrzehnten immer korrekt. Das wissen Sie. Und da hat man ja auch eine Art Verantwortung füreinander. Ich halte nichts von Taktieren und deshalb komme ich auch gleich auf den Punkt. Wenn Sie plötzlich woanders fertigen lassen, dann können wir dicht machen. Dann stehen wir alle auf der Straße. Die Rheinland versteht was von Senkeln. Und wenn mal mehr zu tun ist, dann kann die Firma sich auf ihre Mitarbeiter auch verlassen. Ja, da kriegen wir auch mal das Doppelte von der Rolle. Da packt dann sogar der Chef selbst mit an. Hm? Ja. Was war denn 2003? 2003? Da war ich noch nicht da. Das ist jetzt aber schade, sonst wüssten Sie nämlich, dass Ihre Firma gewaltige Lieferschwierigkeiten hatte. Was war denn 2003? 2003, das war damals, weil die gesamte Belegschaft gestreikt hat. Gestreikt? Seitdem hat die Belegschaft der Rheinland etliche Nullrunden zugestimmt, um unseren Kostenvorstellungen entgegenzukommen. Man streikt ja auch nicht zum Vergnügen. Haben Sie denn eine Vorstellung, was ich verdiene, wenn ich da an der Maschine stehe und mir schon der Kopf brummt vom Spulengewummer? Das ist doch die 1200 Euro. Brutto. Ja, da raten Sie jetzt mal, was mir und meinen Kindern übrig bleibt. Frau Wagner. Dass Sie mit Ihren Millionen nicht streiken, ist ja klar. Ich denke, wir sollten das Gespräch morgen fortsetzen. Gut. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie und dieser Winkelmann Herr also... Herr Kutter, nichts zu wissen. Warte! Ich wollte dir das alles erzählen, mehrmals. Hast du aber nicht. Du hast mich ja auch nicht gelassen. Kommen Sie, Frau Wagner, wir gehen. Gehen Sie doch schon mal vor. Sicher, dass, Ja! Ich wollte doch nur sicherstellen, dass du, dass ich auch was für dich tun kann, versteh doch. Für mich? Hier geht's ja wohl nicht nur um mich. Was bin ich denn für dich? Eine Begegnung der dritten Art? Mal was anderes als nur Champagner zum Frühstück, oder was? Lotte, bitte! Fandest du es eigentlich besonders lustig, mir auch noch Unterricht zu geben, bevor du mich deiner Meute zum Fraß vorwirfst, ha? So war das doch nicht geplant! Geplant? Mal ehrlich, wir beide passen einfach nicht zusammen. Yeah.
wirklich nicht aus! Kann ich nicht gehen? Nee, das ist ein wichtiges Spiel. Was denn los, Krabbe? Nichts. Mensch, was hast du denn? Tim ist so ein Arsch. Ja, weißt du, der hat immer gesagt, dass es okay wäre, für ihn noch zu warten. Und als ich gesagt habe, ich will doch noch nicht, da... Was? Ja, da wurde er sauer. Und da hat er gesagt... Na? Da hat er gesagt, ich bin wohl doch noch ein Kind. Scheiß Kerl. Warum ist Matthias eigentlich nicht da? Der hat die gleiche Nummer gebracht. Du wolltest auch nicht mit ihm schlafen? Doch, doch. Ach, Mama. Hey Lotte, willst du da nicht mal eingreifen? Was machen die denn da? Mensch, was machen wir? Hört mal sofort auf hier! Hey, runter da! Geh mal da runter jetzt! Ich werde gleich echt sauer hier! Das verstehe ich nicht. Mats kommt nicht mehr? Nie mehr? Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Ich will aber, dass er wiederkommt. Ich finde ihn super. Besser, du hältst dich da raus. Ihr habt doch auch so gewonnen, ganz ohne deinen Mats. Ja, aber nur, weil er uns so viel beigebracht hat. Rummelchen, einsteigen. Mama! Komm. Ich finde dich scheiße. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen meine Entscheidungen auf andere Menschen haben. Menschen waren Zahlen. Es ging doch nur um Gewinnmaximierung. Und dann kommt halt diese Frau. Vielleicht hatte ich einfach nur Angst davor, wieder allein zu sein. Mich mit meinem vermurksten Leben auseinanderzusetzen. Schmidt, jetzt setzen Sie sich doch endlich mal. Ich glaube, es wäre besser, Sie würden das alles Ihrer Lotte erzählen. Kenn ich doch, Lotte. Du hättest ihm noch nie eine Chance gegeben, wenn du gewusst hättest, dass er bei Blumfeld arbeitet. Das weißt du doch überhaupt nicht. Matthias steht vielleicht auf der falschen Seite. Aber er ist ein guter Typ. Und er liebt dich. Lotti. Bin ich zu spät? Nein, 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 nehmen Sie Platz. Ja.
Ich habe hier noch ein paar interessante Informationen zusammengetragen über den Produktionsstandort Rumänien. Die hat uns Kollege Runge leider bisher vorenthalten. Matthias? Gleich. Bitte sehr. Frau Wagner, die anderen Teilhaber haben zugestimmt. Wenn die Blumfeld uns den Auftrag lässt, werden wir Anteile der Rheinland an die Belegschaft abgeben. Aber dann darf auch nicht mehr gestreikt werden. Das müssen wir der Blumfeld garantieren. Sonst brauchen wir da gar nicht erst nochmal anzutreten. Ich denke, das passt. Keine Sorge. Bleiben Sie einfach bei Ihren Zusagen. Wissen Sie was? Ich mag Sie. Weiß ich doch, Herr Hagen, weiß ich. Schon jetzt kommen immer mehr Unternehmen wieder zurück. Lange Transportwege, steigende Energiepreise. Das sind doch alles völlig unkalkulierbare Kostenfaktoren. Und dann, das wissen wir alle hier am besten, am Ende rechnet sich die bessere Qualität. Falls Sie auf Frau Wagner warten, die kommt nicht. Warum nicht? Guten Tag. Frau Wagner, ich dachte, ich hätte mich unmissverständlich ausgedrückt. Ja, das haben Sie auch, aber wir haben Ihnen ein wirklich gutes Angebot zu machen. Was wir nicht ablehnen können, oder was? Wir haben gestern in einer außerordentlichen Sitzung abgestimmt, die Produktion nach Rumänien zu verlagern. Wie bitte? Ohne mich? Wir waren der Meinung, dass Sie in diesem Fall ganz offensichtlich persönlich zu verstrickt sind. Der Vorstand hat sich auch entschieden, eine neue Richtung einzuschlagen. Ich nehme an, über meine Abfindung haben sich auch schon Ihre Gedanken gemacht. Sie haben ihn gefeuert? Frau Wagner, ich denke, es ist besser, wir gehen jetzt. Wissen Sie was? Nicht für alles Geld der Welt möchte ich Ihren scheiß Job hier haben. Matthias! Der geht einfach nicht ran. Soll ich mal losfahren, ihn suchen? Das ist Schwachsinn, wo willst du ihn suchen? Der hockt bestimmt in irgendeiner Kneipe und säuft sich die Hucke voll. Passt nicht zu ihm. Ein Bier könnte ich jetzt auch gebrauchen. Vielleicht will er einfach nicht mit dir reden. Das glaube ich nicht. Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen, das war eine Hinrichtung. Ach, nur kein falsches Mitleid, ja? Die haben uns fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Die haben ihn gefeuert, weil er sich für uns eingesetzt hat. Matthias. Ja.
Jetzt haben wir dann wohl beide keinen Job mehr. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nochmal von vorne anfangen. Was willst du machen? Aufhören zu atmen? Ich brauch dich doch. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ein mittelständisches Unternehmen mit einer äußerst klugen, engagierten, wahnsinnig attraktiven und höllisch treffsicheren Mitarbeiterin in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Ja, und? Möglich, dass sie auf einen ehemals schwer verdienenden Manager warten, der nach einer neuen Investitionsmöglichkeit sucht. Vor allen Dingen aber diese Mitarbeiterin nicht mehr von der Seite weichen möchte. Aha. Natürlich müsste ich meine Abfindung aufs Spiel setzen. Das würdest du machen? Meine Villa verkaufen und zu dir ziehen. Damit ich dich auch noch durchfütter. Das Nudelkochen würde ich übernehmen. So. Mama, muss ich Gurke essen? Was hast du gegen Gurke? Das sind die Augen. Ich will die Augen nicht essen. Aber die Nase hast du ja auch gegessen. Also gut. Mama, es ist schon 20 nach 7. Ich wollte mir noch die Haare waschen. Ja, das kannst du heute Abend machen. So gehe ich nicht in die Schule. Hey, was ist mit Frühstück? Kein Hunger. Das mit den Senkeln üben wir noch. Sagst du bitte der Frau Gunkel, dass ich das Geld für die Klassenfahrt bis Ende der Woche überweise, okay? Okay, mach Tschüss, ich. Hummelchen. Legen Sie mir die Korrespondenz mit den Rumänen wegen der Fehlfarben 2007 auf den Schreibtisch. Nein, nicht was die Synthetikschnüre betrifft. Was? Ja, dann suchen Sie sie. Meine Güte. Krabbe, bitte! So, schönen Tag. Tschüss. Hey, was ist das denn jetzt? Bitte, ich mich doch. Haben Sie an Urasaki gedacht? Ist für 16 Uhr eingeplant. Und... Was? Ich sehe gerade, Sie haben später noch einen Termin. Die Eröffnung der ISPO. Absagen. Oder besser noch, das soll dieser Schnösel Runge machen. Ach, verdammt! Komm, bitte, bitte, bitte! Hey!
Ich habe hier Vorfahrt. Paragraph 8 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung. Was? Kennen Sie das Schild? Gelbe Raute auf weißem Grund. Ja, ja, das kenne ich. Aber wie wäre es einfach mal mit Ladies First? Meine Luzi, die säuft mir nämlich ab, wenn ich kein Gas gebe. Und vielleicht warten Sie einfach kurz mit Ihrer polierten Flunder. Und dann gehört Ihnen die Kreuzung ganz allein. Hm? Polierte Flunder. Ja, dicke Bärte, aufgeblasener Schlitten, den Sie da fahren. Nein, meine Frau sagt, ich soll wenigstens morgens noch ein bisschen Bewegung haben. Wenn sie recht hat, hat sie recht. Danke. Ja, die guckt wie ein Auto. Echt süß. Ja, aber wenn ich den Paragraphen Heini reingefahren wäre, dann hätte ich jetzt ganz andere Sorgen als nur die Klassenfahrt. Wer hat dir gefallen? Ach, Quatsch. Ich war einfach froh, dass mir die Karre nicht ausgegangen ist. So ein bisschen Mannkontakt hätte dir schon ganz gut getan. Warum fragst du eigentlich Sascha? Nee. Sascha ist doch nie mehr in der Lage, einen Dauerauftrag für seine Kinder einzurichten. Entschuldigung? Der kann dir doch wohl mal 210 Euro geben. Benni schließlich auch sein Sohn. Manchmal wäre es echt schön, wenn man den ganzen Scheiß nicht immer alleine machen müsste. Ich sag ja, dir fehlt der Mannkontakt. Oh, guck mal, Hagen hat Stress. Irgendwann reißt er sich's ab. Herr Winkelmann, ich verstehe Sie sehr gut. Ich weiß nur nicht, wie ich das noch machen soll. Sie müssen auf jeden Fall bei den Personalkosten weiter runter. Sonst brauche ich Ihre Kalkulationen gar nicht erst dem Vorstand vorzulegen. Ja gut, ich kann es versuchen. Stellen Sie sich nicht so an. Drohen Sie mit Kündigung. Hilft immer. Herr Winkelmann. Herr Winkelmann? Arroganter Fatzke. Wie steht's mit den Zulieferern? Die Rheinland wird ihr Angebot noch mal um 10% nach unten korrigieren. Die Verlagerung der Produktion ins Ausland wird trotzdem wesentlich mehr Gewinn bringen. Ich dachte, Sie können rechnen, Unge. In Ihrer Kalkulation fehlen die Subventionen, die wir zurückzahlen müssen, wenn wir den Standort verlegen. Und dann reden wir nur noch über eine Einsparung von summa summarum 3%. Das ist aber nicht der Punkt. Angesichts der Absatzkrise auf dem Sportartikelsektor besteht auch die Gefahr, dass der Aktienkurs der Blumfeld AG trotz der zuverlässigen Gewinne in Bedrängnis gerät. Wir haben schon schwierigere Situationen gemeistert. Es gibt Übernahmegerüchte. Die Nachricht von einer Standortverlegung ins kostengünstige Ausland würde den Kurs stabilisieren. Wir wollen doch nicht von einem Hedgefonds geschluckt werden, oder? Das ist doch lächerlich. Meine Herren, kommen wir zur Abstimmung. Wer ist gegen eine Verlegung? Wer dafür? Damit verschieben wir eine endgültige Entscheidung auf die nächste Sitzung. Ich hoffe, dass wir dann zu einem eindeutigen Ergebnis kommen. Unterschätzen Sie Runge nicht. Er hat Erfahrung mit solchen Krisen. Krise? Was denn für eine Krise? Meine Damen, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Zuerst einmal die gute Nachricht. Die Blumfeld AG hat uns in Aussicht gestellt, weiter unser Vertragspartner zu bleiben. Jetzt kommt's gleich. Mhm. Sie haben allerdings zur Bedingung gemacht, dass wir 10% günstiger produzieren. Was? 10%. Und wie soll das gehen? Ja, wir müssen die Personalkosten senken. Das heißt, wir können wieder Überstunden machen. Herr Feigling hat's mal wieder nicht aufgekriegt. Für ihn reicht's ja. Mist, ich muss zum Fußballtraining. Viel Spaß. Jetzt bleiben Sie doch mal ganz ruhig, meine Damen. Ich denke, wir sollten froh sein, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, gut. Hapo, jetzt guck, wo du den Ball hinpassen kannst. Mach ihn rein wie der Poldi. Zieh doch mal ab, das Ding, verdammt nochmal. Ich alle gleichzeitig auf den Ball. Zwetschke, Zwetschke steht frei. Nee, gib doch mal ab, das Ding. Ey, willst du Stress oder warum rennst du? Spielchen, haltet mal den Ball flach. Du machst immer denselben Fehler.
Warum gibst du nicht ab, hä? Vorhin sagst du ihm, er soll durchziehen, wenn er eine Lücke sieht. So, jetzt hier Hand geben, vertragen. Gut, weiter geht's. Die brauchen mehr taktische Ordnung. Ah ja? Die Jungs sind an Haufen und haben überhaupt keine Ahnung von Raumaufteilung. Du, wenn du hier den Netzer geben willst, ja, kannst du gerne zeigen, was du drauf hast. Ich hätte gerne einen Co-Trainer. Klingt verlockend, muss aber leider arbeiten. Und ich möchte nicht wissen, was meine Frau dazu sagt, wenn ich in meiner Freizeit auch noch irgendwelche Kinder trainiere. Ich dachte immer, Lucky wäre dein Sohn. Ja, warum, Mr. Murasaki, that's how it is. Fine, bye-bye. Hören Sie, Runge, ich bin jetzt seit 12 Jahren bei Blumfeld. Und ich habe mich noch nie in meinen Entscheidungen von einem Aktienkurs unter Druck setzen lassen. Matthias, ich glaube, dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Und dass wir auch gut zusammenarbeiten würden. Ach ja? Ja, wenn wir an einem Strang ziehen. Hat Hanna Sie geschickt? Hanna. Hanna will eine Entscheidung, egal welche. Wie war es eigentlich auf der ISPO? Gab's Häppchen? Ist doch eigentlich immer ganz nett da. Ich kenne Typen wie Sie. Jahrelang fest im Sattel. Aber plötzlich eine kleine Schwäche. Ein Moment der Unaufmerksamkeit und Booms. Sie dürfen den Absprung nicht verpassen. Also. Schau dir doch sowas nicht an, wenn du es nicht verträgst. Männer sind so feige. Wieso? Sie verlässt ihn doch. Ja, aber nur, weil er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat. Schau dir lieber mal einen Actionfilm an. Winkelmann Matthias. Sie haben Glück gehabt. Wie spät ist es? Ich habe heute noch 2 wichtige Termine. Heute? Sie liegen schon seit 3 Tagen hier. Erhöhte Cholesterinspiegel, schlechte Leberwerte, zu viele Granulozyten, schlechte Blutfettwerte, dazu so ein alarmierendes EKG. Leiden Sie an Schlaflosigkeit? Wie viele Tabletten? 1, 2, manchmal 3. Machen Sie weiter so, dann sind Sie morgen wieder hier. Das will ich dann doch lieber mit dem Chefarzt besprechen. Der steht vor Ihnen. Ich habe so viele Patienten in Ihrem Alter, die alle behaupten, topfit zu sein. Dann machen die eine Woche später auf dem Golfplatz ihren letzten Lapser und kippen um. Wollen Sie das? Also, einen Monat striktes Arbeitsverbot, Ausrufezeichen. Stattdessen ein gründliches Herz-Kreislauf-Training. So eine Auszeit kann manchmal das ganze Leben verändern, Herr Winkelmann. Alles Gute. Vor Ihnen.
bitte, geht doch, danke. So, Luki, gib ab und weiter geht's. Ja, andere Richtung. Basta, gut. Bleib dran, sonst kannst du nichts reißen. Und los. Ihr klumpt wieder alle auf einen Haufen, Kinder. Das kann doch nicht wahr sein. Und komm, Seite, Einwurf. Mund zu beim Gucken, sonst fliegt da noch was rein. Ich wollte Sie nicht stören. Schon passiert. Eine Trainerin. Das gab's zu meiner Zeit noch nicht. Tja, die Zeiten ändern sich. Ich habe hier mal gespielt. Ah ja? Von der F bis zur A-Jugend. Spielt mal über außen! Nick, du bist nicht alleine auf dem Platz. Kannten Sie eigentlich noch Fritz Wagner? Der hat hier lange trainiert. Fritz? Klar. Meine Güte, ist das lange her. Der war vielleicht ein Schinder. Der konnte eine ganze Halbzeit lang von der Seitenlinie aus rumbrüllen. Ja, das konnte er. Ball am Fuß! Hey! Da saß auch immer noch ein kleines Mädchen auf der Trainerbank. Ja, Lotte Wagner, inzwischen ausgewachsen. Nein, das kann nicht sein. Matthias Winkelmann. Winkelmann? Das passt ja zu Ihnen. Ja? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, und nicht wieder alle auf einem Haufen. Spielt immer frei. Emmy steht da drüben. Da fehlt die Raumaufteilung. Sagen Sie bloß. In dem Alter hat jeder eine Lieblingsposition und verteidigt den Raum intuitiv. Das muss man sich zunutze machen. Spielt weiter, komm. Ey, das war ein Foul! Weiter. Das war ein Elfmeter. Textilkontakt im Strafraum. Außerdem müssen Sie Gelb geben. Das sind die neuen FIFA-Regeln. Paragraph 17, Absatz 2b. Ich kenne Sie. Sie sind der Fahrschullehrer von vor 2 Tagen an der Kreuzung. Sie haben mir die Vorfahrt genommen. Erinnern Sie sich? Oh, noch 5 Minuten, dann müssen wir vom Platz. Na, ihr beiden. Ja. Hallo. Hallo. Was machst du denn hier? Ich wollte meine Kinder sehen, wenn es erlaubt ist. Wir haben Zeiten ausgemacht. Am Sonntag hat Benny den ganzen Tag auf dich gewartet. Aber ich... Ich habe gearbeitet. Cool. Krieg ich dann endlich einen MP3-Player? Ja, klar. Benny, kannst du die schon mal ins Haus bringen? Du versprichst ihm einen MP3-Player und ich weiß nicht, wie ich die Klassenfahrt zahlen soll. Wenn du den Unterhalt für die letzten 3 Monate überwiesen hättest, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Lotte, ich habe bisher immer gezahlt, wenn ich was hatte. Ich habe die 210 Euro auch nicht. Dann sag du ihm, dass er nicht mitfahren darf. Jetzt warte doch mal. Warten. Auf was? Ich ruf dich an. Ja, ja, wie immer. Am Ende der Woche hast du das Geld versprochen. Tschüss, Papa. Wie viel? 210. Ende der Woche. Papa ist immer so nett. Du bist immer so scheiße. Sag nicht immer scheiße. Tut mir leid. Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend.
Na, Schmidt? Ja. Viel Arbeit? Ja. Herr Winkelmann, stimmt was nicht? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon für mich? Solange Sie das Haus haben. 8 Jahre? Ja, 8 Jahre. Schöner Hund? Ja. Komm her. Komm. Hi. Morgen. 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 Ich könnte dir auch Geld leihen. Nee, das machen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich es dir zurückgeben kann. Ich frag heute Hagen nach dem Vorschuss. Quatsch, das schenke ich Ihnen. Danke. Ist natürlich auch ganz schön viel, 210 Euro für eine Klassenfahrt. Wem sagen Sie das? Aber Benny freut sich wahnsinnig drauf. Kann ich mir vorstellen. In der wievielten Klasse ist er jetzt? 2. Danke. Bitte. Freut mich, wenn ich helfen kann. Ach, Frau Wagner, Sie könnten mir auch einen Gefallen tun. Ja. Bitte. Die Blumfeld sitzt mir im Nacken. Wenn die Belegschaft den Notkürzungen nicht zustimmt, dann bleibt mir nur, einen Teil der Frauen zu entlassen, wenn wir das Angebot halten wollen. Die fallen alle tot um, wenn Sie das verkünden. Bitte, können Sie nicht mit Ihnen reden? Verstehen Sie doch, Frau Wagner. Ich stehe nur im Rücken zur Wand. Ihnen vertrauen die Kolleginnen. Und ich vertraue Ihnen auch. Wenn wir uns nicht einigen können, dann kann ich den Laden hier wirklich dicht machen. Und das wollen Sie doch auch nicht, oder? Vielen Dank. Ich kann das nicht annehmen. Das habe ich befürchtet. Nee, Benny spielt den Eckball, komm. So, der WSV Wuppertal ist dabei. Was soll denn das bringen mit der Gurkentruppe? Die haben doch überhaupt keine Schnitte. Also, das ist ein Freundschaftsspiel. Donnerstag in 2 Wochen, 17 Uhr, ist Anpfiff. Da arbeite ich noch. Da musst du eben zusehen, wie du Lucky da irgendwie hinkriegst. Warum bist du denn gleich wieder so zickig? Hallo? Hallo. Was spielen die denn da? Ihr müsst das Spiel mehr in die Breite ziehen. Spielt euch mal frei. Ja, das ist ein guter Stürmer. Torwart. Wie bitte? Haben Sie nicht gesehen, wie geschickt er dribbelt, wie eng er den Ball führt? Außerdem ist er beidfüßig und schnell, der hat einen Tordrang. Das ist der geborene Stürmer. Kommt mal her, Mädels! Das hier ist Herr Winkelmann. Bitte? Super als Doppelspitze. Aber dann haben wir doch überhaupt keinen Torwart mehr. Es gibt noch andere Jungs, die auch Torwartqualitäten haben. Aber du musst unser Trainer bleiben. Sonst haben wir doch überhaupt keine Chance. Bitte. Mats ist doch genau der Mann, den du immer gesucht hast. Sie suchen einen Mann? Trainer. Ich suche einen Trainer. Nein, du lass mir ja den ganzen Ketchup. Wir brauchen aber echt noch jemanden. Da hat doch der Herr Winkelmann sicher überhaupt keine Zeit dazu. Arbeitest du auch in einer Fabrik? Benny. Wieso denn? Naja, nicht so ganz. Ich bin Manager, aber im Augenblick habe ich Urlaub. Was macht überhaupt dein Manager?
Benni. Nee. Wenn du Urlaub hast, kannst du uns doch trainieren. Wenigstens bis zu dem Spiel. Ja. Ich werde da mal drüber nachdenken. Bis dann. Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind. Ja, die Kinder mögen Sie ja. Ja, dann. Dann. Hm. Claire. Hallo, meine Krabbe. Hallo. Hast du für uns gekocht? Ja. Und ich muss aufräumen. Nee, das mache ich schon. Weg. Benni, duschen. Keine Angst, ist nur Wasser. Was machst du? Hühnchen Teriyaki. Vielleicht ein bisschen angebrannt, aber die Soße mit der Hammer. Super. Schmeckt interessant. Gretas neuer Freund ist gerne asiatisch. Klappe. Ah, drum der vierte Teller. Er ist schon 20 und er fährt Motorrad. Das geht dich gar nichts an. 20. Findest du es nicht ein bisschen alt? Könnt ihr euch nicht um euren Kram kümmern? Das schmeckt scheiße. Ich mache uns eine Pizza, oder? Natürlich erhole ich mich, Sandra. Hören Sie. Sie müssen für mich herausfinden, ob der Runge sich mit der Blumfeld zusammentut. Nein, eigentlich ist er auf unserer Seite. Richtig. Ja. Ja, ich passe auf mich auf. Ja. Sandra, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich habe das Handy dabei. Krabbe. Oh, mit dir, ha? Alles wieder gut? Oh, raus aus den Federn. Ich freue mich doch, dass du einen Freund hast. Wie ist er denn? Oh, Mama! Muss Liebe schön sein. Dein Gesicht gemacht. Ist blöd? Warst du an Gretas Schminkkasten? Oh, Benni. Hallo. Oh, hallo. Oh, Sie wollen ja wirklich. Wollen wir uns nicht duzen? Ja, gern. Ich bin die Lotte. Matthias. Dann habe ich ja jetzt einen Co-Trainer. Ja? Bitte. Ja, dann mal los, Mats. Hm? Habt ihr verstanden, wie es läuft? Sauber passen. Klar? War das ein Ja? Ja! Dann los! Ja gut, die Nächsten, auf geht's. Und wieder raus damit. Raus mit dem Pass. Klasse. Rein in die Mitte. Und komm wieder zurück, alle. Prima. Und rein in die Mitte, in die Mitte. Ah, nochmal. Hat er richtig Kondition? Los. Tempo. Auf geht's. Richtig hinstellen.
So, weiter. Sandra. Aber es läuft! Hallo, Herr Winkelmann. Runge verhandelt neu mit den Rumänen. Es könnte sein, dass der Hanna Blumfeld bald ein besseres Angebot vorlegt. Melden Sie sich doch mal. Früher habe ich auch immer nur Fußball im Kopf gehabt. Und heute? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oh. Mann in der Krise. Krise? Das ist ein großes Wort. Hast du damals eigentlich auch mal mit deinem Vater trainiert? Nee. Wir waren nicht genug Mädchen für eine Mannschaft. Außerdem hätte mein Vater gar nicht Geduld gehabt. Lotte, Fußball ist nichts für Mädchen. Da wird nämlich gerannt und nicht gequatscht. Ich glaube, der wird sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich die F-Jugend trainiere. Das würde zu ihm passen. Wer ist denn eigentlich Sandra? Was? Ach, Sandra. Meine Sekretärin. Echt, du hast eine Sekretärin? Natürlich. Jungs, zieht mal ein bisschen auf die Ecken. Ihr haut ja immer nur auf den Tormann. In die Ecken, in die Ecken. Hey, du rauchst überhaupt nicht. Du auch nicht mehr. Warum bist du denn überhaupt so gut drauf? Weiß nicht. Mir geht's einfach gut. Du bist doch der geheimnisvolle neue Co-Trainer. Vielleicht. Hey, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Verheiratet, Kinder, Beruf, irgendwelche sonstigen Qualitäten. Schwäche beim Abspielen links, aber absolut ein Tor dran. Ja, zumindest ist er solo und ohne Anhand. Warum lädt man sich denn sonst so eine Horde halbwüchsiger Kicker auf? Naja, vielleicht, weil man in die Trainerin verknallt ist? Quatsch! Ich muss den jetzt mal sehen. Jetzt lad ihn doch mal ein. Spinnst du? Du musst ran an den Mann. Matthias, ist doch witzig. Wir trainieren immer so zusammen. Was soll daran witzig sein? Ist überhaupt nicht witzig. Tschüss. Matthias, wir haben doch immer so viel zu besprechen. Und da dachte ich, vielleicht machen wir das einfach mal bei mir. In meinem Bett. Ich bin total bescheuert. Benni meinte neulich, es wäre doch nett, wenn Matthias mal zum Essen käme. Wenn Matthias mal zum Essen käme. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja, und da dachte ich eben, ich mache jetzt nichts Großes, Nudeln oder so. Ja, nicht so die Meisterköchin. Hallo. Hallo. Benni meinte neulich, also der Mats ist doch toll. Ist, ich meine, also das wäre doch wirklich einfach toll, wenn vielleicht der Mats mal... Gerne. Was? Ich komme gerne. Du musst doch gar nicht groß kochen. Nudeln oder so. Nudeln. Also Donnerstag wäre doch gut, oder? Oder vielleicht besser Freitag, dann kann man ausschlafen. Donnerstag wird passen. Gut. Ich könnte eine Flasche Wein mitbringen. Ja, super. Benni freut sich bestimmt total, wenn du kommst. Sehr gut. Runge, Sie rufen doch nicht an, um sich nach meinem Gesundheitszustand zu erkundigen. Da können Sie auch meine Sekretärin fragen. Ich verstehe. Tut mir leid, aber da müssen Sie warten, bis ich wieder da bin. Nein, können Sie nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Guten Abend.
Fröbel. Fröbel, komm her. Fröbel. Komm. Ich nehme an, der Strauß ist für eine Dame. Ja. Wie wär's denn mit denen da? Das, da bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Jede Blume und ihre Farbe hat eine Bedeutung. Und das sind Dahlien. Was heißt das? Ich habe schon einen Partner. Was mit denen da? Chrysanthemen. Mein Herz ist frei für dich. Oder Christrosen. Nimm mir die Angst. Nein. Die sind hübsch. Das sind Astern. Ja. Ich bin nicht ganz von deiner Treue überzeugt. So. Mama, muss ich Gurke essen? Was hast du gegen Gurke? Das sind die Augen. Ich will die Augen nicht essen. Aber die Nase hast du ja auch gegessen. Also gut. Mama, es ist schon 20 nach 7. Ich wollte mir noch die Haare waschen. Ja, das kannst du heute Abend machen. So gehe ich nicht in die Schule. Hey, was ist mit Frühstück? Kein Hunger. Das mit den Senkeln üben wir noch. Sagst du bitte der Frau Gunkel, dass ich das Geld für die Klassenfahrt bis Ende der Woche überweise, okay? Okay, mach Tschüss, ich. Hummelchen. Legen Sie mir die Korrespondenz mit den Rumänen wegen der Fehlfarben 2007 auf den Schreibtisch. Nein, nicht was die Synthetikschnüre betrifft. Was? Ja, dann suchen Sie sie. Meine Güte. Krabbe, bitte! So, schönen Tag. Tschüss. Hey, was ist das denn jetzt? Bitte, geht doch. Haben Sie an Urasaki gedacht? Ist für 16 Uhr eingeplant. Und? Was? Ich sehe gerade, Sie haben später noch einen Termin. Die Eröffnung der ISPO. Absagen. Oder besser noch, da soll dieser Schnösel Runge machen. Ach, verdammt! Komm, bitte, bitte, bitte! Hey! Ich hab hier Vorfahrt. Aha. Paragraph 8, Absatz 1, Straßenverkehrsordnung. Was? Kennen Sie das Schild? Gelbe Raute auf weißem Grund. Ja, das kenne ich. Aber wie wär's einfach mal mit Ladies First? Meine Luzi, die säuft mir nämlich ab, wenn ich kein Gas gebe. Und vielleicht warten Sie einfach kurz mit Ihrer polierten Flunder. Und dann gehört Ihnen die Kreuzung ganz allein. Polierte Flunder.
Ja, dicke Bertha, aufgeblasener Schlitten, den Sie da fahren. Nein, meine Frau sagt, ich soll wenigstens morgens noch ein bisschen Bewegung haben. Wenn sie recht hat, hat sie recht. Danke. Ja, die guckt wie ein Auto. Echt süß. Ja, aber wenn ich den Paragraphen Heini reingefahren wäre, dann hätte ich jetzt ganz andere Sorgen als nur die Klassenfahrt. Wer hat dir gefallen? Ach, Quatsch. Ich war einfach froh, dass mir die Karre nicht ausgegangen ist. So ein bisschen Mannkontakt hätte dir schon ganz gut getan. Warum fragst du eigentlich Sascha? Nee. Sascha ist doch nie mehr in der Lage, einen Dauerauftrag für seine Kinder einzurichten. Entschuldigung? Der kann dir doch wohl mal 210 Euro geben. Benni schließlich auch sein Sohn. Manchmal wäre es echt schön, wenn man den ganzen Scheiß nicht immer alleine machen müsste. Ich sag ja, dir fehlt der Mannkontakt. Oh, guck mal, Hagen hat Stress. Irgendwann reißt er sich's ab. Herr Winkelmann, ich verstehe Sie sehr gut. Ich weiß nur nicht, wie ich das noch machen soll. Sie müssen auf jeden Fall bei den Personalkosten weiter runter. Sonst brauche ich Ihre Kalkulation gar nicht erst dem Vorstand vorzulegen. Ja gut, ich kann es versuchen. Stellen Sie sich nicht so an. Drohen Sie mit Kündigung. Hilft immer. Herr Winkelmann. Herr Winkelmann? Arroganter Fatzke. Wie steht's mit den Zulieferern? Die Rheinland wird ihr Angebot noch mal um 10% nach unten korrigieren. Die Verlagerung der Produktion ins Ausland wird trotzdem wesentlich mehr Gewinn bringen. Ich dachte, Sie können rechnen, Unge. In Ihrer Kalkulation fehlen die Subventionen, die wir zurückzahlen müssen, wenn wir den Standort verlegen. Und dann reden wir nur noch über eine Einsparung von summa summarum 3%. Das ist aber nicht der Punkt. Angesichts der Absatzkrise auf dem Sportartikelsektor besteht auch die Gefahr, dass der Aktienkurs der Blomfeld AG trotz der zuverlässigen Gewinne in Bedrängnis gerät. Wir haben schon schwierigere Situationen gemeistert. Es gibt Übernahmegerüchte. Die Nachricht von einer Standortverlegung ins kostengünstige Ausland würde den Kurs stabilisieren. Wir wollen doch nicht von einem Hedgefonds geschluckt werden, oder? Das ist doch lächerlich. Meine Herren, kommen wir zur Abstimmung. Wer ist gegen eine Verlegung? Wer dafür? Damit verschieben wir eine endgültige Entscheidung auf die nächste Sitzung. Ich hoffe, dass wir dann zu einem eindeutigen Ergebnis kommen. Unterschätzen Sie Runge nicht. Er hat Erfahrung mit solchen Krisen. Krise? Was denn für eine Krise? Meine Damen, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Zuerst einmal die gute Nachricht. Die Blomfeld AG hat uns in Aussicht gestellt, weiter unser Vertragspartner zu bleiben. Jetzt kommt's gleich. Mhm. Sie haben allerdings zur Bedingung gemacht, dass wir 10% günstiger produzieren. Was? 10%. Und wie soll das gehen? Ja, wir müssen die Personalkosten senken. Das heißt, wir können wieder Überstunden machen. Herr Feigling hat's mal wieder nicht aufgekriegt. Für ihn reicht's ja. Mist, ich muss zum Fußballtraining. Viel Spaß. Jetzt bleiben Sie doch mal ganz ruhig, meine Damen. Ich denke, wir sollten froh sein, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, gut, Happo. Jetzt guck, wo du den Ball hinpassen kannst. Mach ihn rein wie der Poldi. Zieh doch mal ab, das Ding, verdammt nochmal. Ich alle gleichzeitig auf den Ball. Zwetschke, Zwetschke steht frei. Hey, gib doch mal ab, das Ding. Ey, willst du Stress oder warum rennst du? Spielchen, haltet meinen Ball flach. Du machst immer denselben Fehler. Warum gibst du nicht ab, hä? Vorhin sagst du ihm, er soll durchziehen, wenn er eine Lücke sieht. So, jetzt hier Hand geben, vertragen. Gut, weiter geht's. Die brauchen mehr taktische Ordnung. Ah ja? Die Jungs sind an Haufen und haben überhaupt keine Ahnung von Raumaufteilung. Du, wenn du hier den Netzer geben willst, ja, kannst du gerne zeigen, was du drauf hast. Ich hätte gern einen Co-Trainer. Klingt verlockend. Muss aber leider arbeiten.
Und ich möchte nicht wissen, was meine Frau dazu sagt, wenn ich in meiner Freizeit auch noch irgendwelche Kinder trainiere. Ich dachte mal, Lucky wäre dein Sohn. Ja, warum, Mr. Murasaki, that's how it is. Fine. Bye-bye. Hören Sie, Runge, ich bin jetzt seit 12 Jahren bei Blumfeld. Und ich habe mich noch nie in meinen Entscheidungen von einem Aktienkurs unter Druck setzen lassen. Matthias, ich glaube, dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Und dass wir auch gut zusammenarbeiten würden. Ach ja? Ja, wenn wir an einem Strang ziehen. Hat Hanna Sie geschickt? Hanna will eine Entscheidung, egal welche. Wie war es eigentlich auf der ISPO? Gab's Häppchen? Ist doch eigentlich immer ganz nett da. Ich kenne Typen wie Sie. Jahrelang fest im Sattel. Aber plötzlich eine kleine Schwäche. Ein Moment der Unaufmerksamkeit und Booms. Sie dürfen den Absprung nicht verpassen. Also. Mama, schau dir doch sowas nicht an, wenn du es nicht verträgst. Männer sind so feige. Wieso? Sie verlässt ihn doch. Ja, aber nur, weil er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat. Schau dir lieber mal einen Actionfilm an. Matthias. Sie haben Glück gehabt. Wie spät ist es? Ich habe heute noch 2 wichtige Termine. Heute? Sie liegen schon seit 3 Tagen hier. Erhöhte Cholesterinspiegel, schlechte Leberwerte, zu viele Granulozyten, schlechte Blutfettwerte, dazu so ein alarmierendes EKG. Leiden Sie an Schlaflosigkeit? Wie viele Tabletten? 1, 2, manchmal 3. Machen Sie weiter so, dann sind Sie morgen wieder hier. Das will ich dann doch lieber mit dem Chefarzt besprechen. Der steht vor Ihnen. Ich habe so viele Patienten in Ihrem Alter, die alle behaupten, topfit zu sein. Dann machen die eine Woche später auf dem Golfplatz ihren letzten Lapser und kippen um. Wollen Sie das? Also. Einen Monat striktes Arbeitsverbot, Ausrufezeichen. Stattdessen ein gründliches Herz-Kreislauf-Training. So eine Auszeit kann manchmal das ganze Leben verändern, Herr Winkelmann. Alles Gute. Vor Ihnen. Ja, bitte, geht doch, danke. So, Lucky, gib ab und weiter geht's. Ja, andere Richtung. Sebastian, gut. Bleib dran, sonst kannst du nichts reißen. Und los! Ihr klumpt wieder alle auf einen Haufen, Kinder. Das kann doch nicht wahr sein.
sein. Und komm, Seite, Einwurf. Mund zu beim Gucken, sonst fliegt da noch was rein. Ich wollte Sie nicht stören. Schon passiert. Eine Trainerin. Das gab's zu meiner Zeit noch nicht. Tja, die Zeiten ändern sich. Ich habe hier mal gespielt. Ah ja? Von der F bis zur A-Jugend. Spielt mal über außen! Nick, du bist nicht alleine auf dem Platz. Kannten Sie eigentlich noch Fritz Wagner? Der hat hier lange trainiert. Fritz? Klar. Meine Güte, ist das lange her. Er war vielleicht ein Schinder. Er konnte eine ganze Halbzeit lang von der Seitenlinie aus rumbrüllen. Ja, das konnte er. Ball am Fuß! Ey! Da saß auch immer noch ein kleines Mädchen auf der Trainerbank. Ja, Lotte Wagner, inzwischen ausgewachsen. Nein, das kann nicht sein. Matthias Winkelmann. Winkelmann? Das passt ja zu Ihnen. Ja? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, und nicht wieder alle auf einem Haufen. Spielt immer frei. Emmy steht da drüben. Da fehlt die Raumaufteilung. Sagen Sie bloß. In dem Alter hat jeder eine Lieblingsposition und verteidigt den Raum intuitiv. Das muss man sich zunutze machen. Spielt weiter, komm. Ey, das war ein Foul. Weiter. Das war ein Elfmeter. Textilkontakt im Strafraum. Außerdem müssen Sie Geld geben. Das sind die neuen FIFA-Regeln. Paragraph 17, Absatz 2b. Ich kenne Sie. Sie sind der Fahrschullehrer von vor zwei Tagen an der Kreuzung. Sie haben mir die Vorfahrt genommen. Erinnern Sie sich? Oh, noch 5 Minuten, dann müssen wir vom Platz. Ihr beiden. Ja. Hallo. Hallo. Was machst du denn hier? Ich wollte meine Kinder sehen, wenn es erlaubt ist. Wir haben Zeiten ausgemacht. Am Sonntag hat Benny den ganzen Tag auf dich gewartet. Aber ich... Ich habe gearbeitet. Cool. Krieg ich dann endlich einen MP3-Player? Ja, klar. Benny, kannst du die schon mal ins Haus bringen? Du versprichst ihm einen MP3-Player und ich weiß nicht, wie ich die Klassenfahrt zahlen soll. Wenn du den Unterhalt für die letzten 3 Monate überwiesen hättest, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Lotte, ich habe bisher immer gezahlt, wenn ich was hatte. Ich habe die 210 Euro auch nicht. Dann sag du ihm, dass er nicht mitfahren darf. Jetzt warte doch mal. Warten. Auf was? Ich rufe dich an. Ja, ja, wie immer. Am Ende der Woche hast du das Geld versprochen. Tschüss, Papa. Wie viel? 210. Ende der Woche. Papa ist immer so nett. Du bist immer so scheiße. Sag nicht immer scheiße! Tut mir leid. Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend. Na, Schmidt? Ja. Viel Arbeit? Ja. Herr Winkelmann, stimmt was nicht? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon für mich?
Solange Sie das Haus haben. 8 Jahre? Ja, 8 Jahre. Schöner Hund? Ja. Komm her. Komm. Hi. Morgen. 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 Ich könnte dir auch Geld leihen. Nee, das machen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich es dir zurückgeben kann. Ich frage heute Hagen nach dem Vorschuss. Quatsch, das schenke ich Ihnen. Danke. Ist natürlich auch ganz schön viel, 210 Euro für eine Klassenfahrt. Wem sagen Sie das? Aber Benny freut sich wahnsinnig drauf. Kann ich mir vorstellen. In der wievielten Klasse ist er jetzt? 2. Danke. Bitte. Freut mich, wenn ich helfen kann. Ach, Frau Wagner, Sie könnten mir auch einen Gefallen tun. Ja. Bitte. Die Blumfeld sitzt mir im Nacken. Wenn die Belegschaft den Lohnkürzungen nicht zustimmt, dann bleibt mir nur, einen Teil der Frauen zu entlassen, wenn wir das Angebot halten wollen. Die fallen alle tot um, wenn Sie das verkünden. Bitte, können Sie nicht mit Ihnen reden? Verstehen Sie doch, Frau Wagner. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ihnen vertrauen die Kolleginnen. Und ich vertraue Ihnen auch. Wenn wir uns nicht einigen können, dann kann ich den Laden hier wirklich dicht machen. Und das wollen Sie doch auch nicht, oder? Vielen Dank. Ich kann das nicht annehmen. Das habe ich befürchtet. Nee, Benny spielt den Eckball, komm. So, der WSV Wuppertal ist dabei. Was soll denn das bringen mit der Gurkentruppe? Die haben doch überhaupt keine Schnitte. Also, es ist ein Freundschaftsspiel. Donnerstag in 2 Wochen, 17 Uhr, ist Anpfiff. Da arbeite ich noch. Da musst du eben zusehen, wie du Lucky da irgendwie hinkriegst. Warum bist du denn gleich wieder so zickig? Hallo? Hallo. Was spielen die denn da? Ihr müsst das Spiel mehr in die Breite ziehen. Spielt euch mal frei. Ja, das ist ein guter Stürmer. Torwart. Wie bitte? Haben Sie nicht gesehen, wie geschickt er dribbelt, wie eng er den Ball führt? Außerdem ist er beidfüßig und schnell, der hat einen Tordrang. Das ist der geborene Stürmer. Kommt mal her, Mädels! Das hier ist Herr Winkelmann. Bitte? Super als Doppelspitze. Aber dann haben wir doch überhaupt keinen Torwart mehr. Es gibt noch andere Jungs, die auch Torwartqualitäten haben. Aber du musst unser Trainer bleiben. Sonst haben wir doch überhaupt keine Chance. Bitte. Mats ist doch genau der Mann, den du immer gesucht hast. Wir suchen einen Mann? Trainer. Ich suche einen Trainer. Nein, du lass mir ja den ganzen Ketchup. Wir brauchen aber echt noch jemanden. Da hat doch der Herr Winkelmann sicher überhaupt keine Zeit dazu. Arbeitest du auch in einer Fabrik? Benny. Wieso denn? Naja, nicht so ganz. Ich bin Manager, aber im Augenblick habe ich Urlaub. Was macht überhaupt dein Manager? Benny. Nee. Wenn du Urlaub hast, kannst du uns doch trainieren. Wenigstens bis zu dem Spiel. Ja. Ich werde da mal drüber nachdenken. Bis dann.
Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind. Ja, ja, die Kinder mögen Sie ja. Ja, dann. Dann. Hm. Claire. Hallo, meine Krabbe. Hallo. Hast du für uns gekocht? Ja. Und ich muss aufräumen. Nee, das mache ich schon. Hey, Finger weg. Benni, duschen. Keine Angst, ist nur Wasser. Was machst du? Hühnchen Teriyaki. Vielleicht ein bisschen angebrannt, aber die Soße mit der Hammer. Super. Hm? Schmeckt interessant. Gretas neuer Freund ist gerne asiatisch. Klappe. Ah, drum der vierte Teller. Er ist schon 20 und er fährt Motorrad. Das geht dich gar nichts an. 20. Findest du es nicht ein bisschen alt? Könnt ihr euch nicht um euren Kram kümmern? Das schmeckt scheiße. Ich mache uns eine Pizza, oder? Natürlich erhole ich mich, Sandra. Hören Sie, Sie müssen für mich herausfinden, ob der Runge sich mit der Blumfeld zusammentut. Nein, eigentlich ist er auf unserer Seite. Richtig. Ja. Ja, ich passe auf mich auf. Ja. Sandra, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich habe das Handy dabei. Krabbel. Hoch mit dir, ha? Alles wieder gut? Oh, raus aus den Federn. Ich freue mich doch, dass du einen Freund hast. Wie ist er denn? Oh, Mama! Muss Liebe schön sein. Dein Gesicht gemacht. Ist blöd? Warst du an Gretas Schminkkasten? Oh, Benni. Hallo. Oh, hallo. Oh, Sie wollen ja wirklich. Wollen wir uns nicht duzen? Ja, gern. Ich bin die Lotte. Matthias. Dann habe ich ja jetzt einen Co-Trainer. Ja? Bitte. Ja, dann mal los, Mats. Hm? Habt ihr verstanden, wie es läuft? Sauber passen. Klar? War das ein Ja? Ja! Dann los! Ja gut, die Nächsten, auf geht's. Und wieder raus damit. Raus mit dem Pass. Klasse. Rein in die Mitte. Und komm wieder zurück, alle. Prima. Und rein in die Mitte, in die Mitte. Ah, nochmal. Der hat ja richtig Kondition. Los. Tempo. Auf geht's. Richtig hinstellen. So, weiter. Sandra. Aber es wird! Hallo, Herr Winkelmann. Runge verhandelt neu mit den Rumänen.
könnte sein, dass der Hanna Blumfeld bald ein besseres Angebot vorlegt. Melden Sie sich doch mal. Früher habe ich auch immer nur Fußball im Kopf gehabt. Und heute? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oh. Mann in der Krise. Krise? Das ist ein großes Wort. Hast du damals eigentlich auch mal mit deinem Vater trainiert? Nee. Wir waren nicht genug Mädchen für eine Mannschaft. Außerdem hätte mein Vater gar nicht Geduld gehabt. Lotte, Fußball ist nichts für Mädchen. Da wird nämlich gerannt und nicht gequatscht. Ich glaube, der wird sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich die F-Jugend trainiere. Das würde zu ihm passen. Wer ist denn eigentlich Sandra? Was? Ach, Sandra. Meine Sekretärin. Echt? Du hast eine Sekretärin? Natürlich. Jungs, zieht mal ein bisschen auf die Ecken. Die haut ja immer nur auf den Tormann. In die Ecken, in die Ecken. Hey, du rauchst überhaupt nicht. Du auch nicht mehr. Warum bist du überhaupt so gut drauf? Weiß nicht. Mir geht's einfach gut. Ist doch der geheimnisvolle neue Co-Trainer. Vielleicht. Hey, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Verheiratet, Kinder, Beruf, irgendwelche sonstigen Qualitäten. Schwäche beim Abspielen links, aber absolut ein Tor dran. Ja, zumindest ist er solo und ohne Anhand. Warum lädt man sich denn sonst so eine Horde halbwüchsiger Kicker auf? Naja, vielleicht, weil man in die Trainerin verknallt ist? Quatsch! Ich muss den jetzt mal sehen. Jetzt lad ihn doch mal ein. Spinnst du? Du musst ran an den Mann. Matthias, ist doch witzig. Wir trainieren immer so zusammen. Was soll daran witzig sein? Ist überhaupt nicht witzig. Tschüss. Matthias, wir haben doch immer so viel zu besprechen. Und da dachte ich, vielleicht machen wir das einfach mal bei mir. In meinem Bett. Ich bin total bescheuert. Benni meinte neulich, es wäre doch nett, wenn Matthias mal zum Essen käme. Wenn Matthias mal zum Essen käme. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja, und da dachte ich eben, ich mache jetzt nichts Großes, Nudeln oder so. Ja, nicht so die Meisterköchin. Hallo. Hallo. Benni meinte neulich, also der Mats ist doch toll. Ist, ich meine, also das wäre doch wirklich einfach toll, wenn vielleicht der Mats mal... Gerne. Was? Ich komme gerne. Du musst doch gar nicht groß kochen. Nudeln oder so. Nudeln. Also Donnerstag wäre doch gut, oder? Oder vielleicht besser Freitag, dann kann man ausschlafen. Donnerstag wird passen. Gut. Ich könnte eine Flasche Wein mitbringen. Ja, super. Benni freut sich bestimmt total, wenn du kommst. Sehr gut. Runge, Sie rufen doch nicht an, um sich nach meinem Gesundheitszustand zu erkundigen. Da können Sie auch meine Sekretärin fragen. Ich verstehe. Tut mir leid, aber da müssen Sie warten, bis ich wieder da bin. Nein, können Sie nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Guten Abend. Fröbel. Fröbel, komm her. Fröbel. Ich nehme an, der Strauß ist für eine Dame. Wie wär's denn mit denen da? Das, da bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Jede Blume und ihre Farbe hat eine Bedeutung. Und das sind Dahlien. Was heißt das? Ich habe schon einen Partner.
Was mit denen da? Chrysanthemen. Mein Herz ist frei für dich. Oder Christrosen. Nimm mir die Angst. Nein. Die sind hübsch. Das sind Astern. Ja. Ich bin nicht ganz von deiner Treue überzeugt. Ich habe nur Augen für dich. Oder ich liebe dich heimlich. Oder ich liebe dich über alles. Vielleicht stellen Sie mir einfach irgendwas Passendes zusammen.